Und da greift er an. Team Skull Boss Bromley. Ihr habt es mit Sicherheit schon gemerkt, direkt nach der fünften Prüfung habe ich mich mental auf diesen Kampf vorbereitet, weil ich wusste, es wird verdammt schwer, gerade mit unserem Team. Dieser Kampf ist nicht einfach und mir blieb ehrlich gesagt nichts anderes übrig, als Pampros, das Boden-Pokémon, hier reinzuschmeißen. Das ist auch der Grund, warum ich, da nichts verändert habe an meinem Team und an der Reihenfolge, denn wir haben immer noch Felsgrab, das ist sehr effektiv. Und warum die anderen keine Chance haben, ich denke, das muss ich nicht weiter erläutern. Das sollte einleuchten bei diesem monströsen Käferwasser-Pokémon Tactus. So, damit wir jetzt aber nicht von seiner Aquawelle zerstört werden, gibt's einen Statuswertebon. Auch den werden wir dringend benötigen, weil anders sehe ich kein Licht am Himmel. Und was zum Teufel? Warum kann der schon Kalklinge? What? Er landet das nicht erst auf Level 40 oder so? Bullshit. Okay, das war nicht eingeplant. Ja, aber warte, es ist ja alles physisch, ne? Das heißt, wenn wir jetzt einmal healen und er mich ein-, zweimal trifft, dann wird die Zähigkeit das schon regeln. Tech-Test ist ein physisch... Oh, es geht daneben! Geil! Ja, dann gib ihm! Komm. Wenn er weniger als 50% der KP hat, dann geht er weg, weil er hat die gleiche Fähigkeit wie die Vorentwicklung. Aber es reicht nicht! Was? Willst du mich verarschen? Okay, der Kampf ist bei weitem schwieriger, als ich mir vorstellen konnte. What the hell? So, aber jetzt mit dem zweiten Hit. Verlässt er das Kampffeld oder stirbt vielleicht sogar? Ja, natürlich, ihm bleibt ein KP. Klar. Man kennt es. Man sonst hat er noch Maskeregen, der Gute. Der greift speziell an, ne? Ja, aber ich kann jetzt nicht wechseln. Ich muss drinbleiben und hoffen, dass das nicht killt. Oh Gott. Wow, wir stehen noch. Die Zähigkeit nützt mir hier gar nichts. Oh, bitte, du musst ihn wegownen. Nice. Ja, gut, okay. Dann haben wir es eigentlich schon geschafft, weil Tactus ist nicht wirklich schnell. Ich glaube, ich werde jetzt sogar... Ja, ich glaube, ich werde jetzt sogar was richtig Geiles initiieren. Und zwar werden wir es mit Reißlaus killen. Seiner Vorentwicklung. Und dem fehlen ja nur noch ganz, ganz wenige EP zur Weiterentwicklung. Und wie geil wäre es bitte, wenn es sich durch das Besiegen seiner Weiterentwicklung selbst weiterentwickelt. Ja, doch, das sollte klappen. Also Initiative technisch ist die Vorentwicklung der Weiterentwicklung überlegen. Und er ist, so wie ich das sehe, chancenlos. What? Ach fuck, ich dachte, das kann man nur mit vollen KP... Ja, toll. Überrumpler, eine Attacke, die Erstschlaggarantie hat, oder zumindest eine erhöhte Prio. Ich dachte aber bislang leider, dass man die Attacke nur mit vollen KP nutzen kann. Scheiße, wieder was gelernt. Geht wohl immer nach Einwechslung. Ja, so kann man taktisch dann auch die Fähigkeit nutzen, ne? Ach, Schande. Das hat jetzt alles ein bisschen beschmutzt, aber... Okay, passiert. Hauptsache geschafft. Bromley, was treibst du denn da? Entfessle die zerstörerische Kraft deiner Pokémon. Tomina, richtig? Den Namen werde ich mir merken. Das nächste Mal bist du fertig. Und du bist also Tali, hä? Bromley... Auf Inselwanderschaft geht man nicht einfach nur so, weil der OP Inselkönig ist. Selbst wenn du sie erfolgreich hinter dich bringst, heißt das noch lange nicht, dass du auch kriegst, was du willst. Merk dir das. Spricht er aus Erfahrung? Domina, das waren ein paar spektakuläre Attacken. Ach ja, fast hätte ich es vergessen, dir was Wichtiges zu geben. Diesen Zellkristall solltest du Furigo zum Tragen geben, der letzten Entwicklungsstufe von Flamia, das du von Haller bekommen hast. Hä? Haller? Das haben wir doch gar nicht von Haller bekommen. Sag mal, Domina, diese Maske, die du dabei hast, die ist doch von Marlon, oder? Ich kann sie im großen Mask Royal für dich überreichen, er ist ein guter Freund von mir. Mhm, ein guter Freund, klar. Du hast Professor Kukui die Maske übergeben. Tali, du hast das doch gerade auch gesehen, oder? Und ob, das war echt ein Spitzenkampf, den Domina da geliefert hat. Irgendwann wird Bromley hoffentlich begreifen, was einem die Inselwanderschaft gibt. Ach ja, wo ist eigentlich Lily? Hier bin ich. Und ich bin auch mit von der Party, wir waren zusammen unterwegs.
Ich war ganz schön in Sorge wegen euch, Professor Kuku und Domina. Mit den Schergen von Team Skull sollte man sich besser nicht anlegen. Ach was, ich finde ein paar Attacken im Kampf auszutauschen ist der schnellste Weg, einen anderen Trainer kennenzulernen. Naja, ich werde mich dann mal wieder auf dem Weg zum Mautlager Kila machen. Die Geburtsstunde der Pokémon-Liga naht und es gibt noch viel zu tun. Domina, Tali, haltet weiter die Ohren steif. Ciao! Domina, Tali, passt bitte gut auf euch auf. Hey Domina, du hast Chris' Prüfung bestanden, oder? Herzlichen Glückwunsch! Um an der nächsten Prüfung teilzunehmen, musst du zunächst zum Dorf der Kapu, das hinter Route 11 liegt. Wenn du Route 11 nicht findest, frag einfach einen Polizisten nach dem Weg. Viel Erfolg, das schaffst du schon. Los, Lilly, wir zwei gehen jetzt shoppen. Jo, ich wünsche viel Spaß dabei. Wir haben jetzt noch dieses Rätsel in der Stadt zu lösen. Und ich werde mich heilen gehen. Also, wir sehen uns dann gleich bei der Lösung des Rätsels. Nur um das nochmal allen in Erinnerung zu rufen, es geht um diesen alten Mann, der in jungen Jahren ziemlich viel in der Stadt herumgelaufen ist. Er gibt uns eine Vorgabe und wir laufen jetzt seine Route selbst ab. Er begann demnach beim weißen Viereck, ging weiter zum weißen Dreieck, als nächstes zum schwarzen Dreieck, dann zum schwarzen Kreis. Nun zum weißen Kreis und wieder zurück zum schwarzen Dreieck. Wer sich das alles merken kann, Props by the way, ich hab's mir aufgeschrieben. Nein, nein, ich habe das alles gemerkt. Ja, also vom schwarzen Dreieck dann wieder zum, oder erstmals besser gesagt zum schwarzen Viereck, ist da oben. Und runde zum weißen Kreis. Alter, der Typ hatte echt nichts zu tun als Kind, glaube ich, ne? Ja, weißer Kreis. Weißes Dreieck. Und wieder zum Anfang zurück, dem weißen Viereck. Das sollte es gewesen sein. Oh, junges Fräulein, du bist also meiner Wegbeschreibung gefolgt. Ich habe gesehen, wie munter du gelaufen bist. Und dafür erhalten wir 5 Exemplare des Items Topschutz. Klar, jetzt nichts Weltbewegendes und ich finde, für dieses Rätsel hätte es noch was Besseres geben müssen, aber ich bin dennoch ein bisschen zufrieden. Ja, doch. Solange du jung bist, solltest du immer munter weiterlaufen, sowohl an Orte mit als auch an Orte ohne Pokémon. Laufen ist gesund. Ja, da hat er absolut recht und ich sollte das vielleicht als Vorsatz für das neue Jahr nehmen, mich ein bisschen mehr zu bewegen. Weil, naja, aufgrund des Drops hier bin ich halt doch sehr an den Schreibtisch gebunden und das ist nicht gut. Ne? Das ist nicht gut für die Gesundheit. Ich muss mich mehr bewegen. Ich weiß das. Aber das, glaube ich, trifft auf verdammt viele im Jahre 2018 zu. Wenn du die Inselwanderschaft erfolgreich bestehen willst, solltest du immer gut auf dich und deine Pokémon Acht geben. Tue ich. Und gleichzeitig achte ich auch auf den Rotom-Dex. So, hin und wieder zumindest. Ich habe mich von einem Schwimmer zu einem Wanderer, der schwimmen kann, entwickelt. Es gibt auch Pokémon, die einen zusätzlichen Typ erhalten, wenn sie sich entwickeln. Ja, wir alle entwickeln uns weiter. Und liegt da ein Pokéball im Gras? Tatsächlich. Ich habe da was aufblitzen sehen. Hier auf dieser Route gibt es, glaube ich, Velursi, aber wer weiß, ob das immer noch so ist. Wow, hier sind aber viele Trainer. Das ist deine Chance auf jede Menge Preisgeld. Du erhältst jetzt mehr Preisgeld nach einem gewonnenen Kampf. Wow, Rotom-Dex, das ist krass. Kannst du bitte auch zu mir ins Real Life kommen und mein Geld einfach mal verdoppeln? Das wäre echt cool von dir. Vor allem, wie geht es bitte, wenn wir jetzt einen Kampf gewinnen? Ja, rein theoretisch. Erscheint dann der Rotom-Dex und zwingt die Trainer einfach das Doppelte zu zahlen? Oder spielt der Magier und verdoppelt das Geld eigenhändig? Wie ist das zu erklären? Ich weiß es nicht. Egal. Wir greifen an mit Blutsauger auf Dressella. Geiles Pflanzen-Pokémon, das kriecht da aufs Mäulchen. Und du packst die Z-Attacke aus. Wir wollen da kein Risiko eingehen. Also vor allem bei Monsterkill nicht. Es wird Zeit, dass es sich jetzt endlich entwickelt und etwas zu melden hat.
Zwar müssen wir noch warten auf eine gescheite Wasserattacke. Wobei ja das Pokémon von Bromley auch einfach so die Kalklinge schon drauf hatte. Vielleicht habe ich da auch irgendwie was verwechselt. Ich dachte zumindest, der würde das erst auf 44 oder 48 so in der Drehung erlernen. Vielleicht war das aber auch eine andere Attacke und ich verwechsel das in der Tat. Eventuell lernt er es doch bei Entwicklung. Oder irgendwie auf eine andere Art und Weise. Mal schauen. Level 30 wäre auf jeden Fall erreicht. Das Level, das nötig ist, um zu Tech-Test zu werden. Nee, du Remi, Kratzfurie, das braucht man nicht. So, ganz ordentlichen Schaden gemacht, so für seine Verhältnisse. Und gemeinsam werden wir das Dressler jetzt niederringen. Mit einer schönen Kombi aus Blutsauger und Feuersäulen, wenn es den Blutsauger denn überhaupt brauchen wird. Ja, Falterreigen ist zwar ein sehr, sehr geiler Boost-Move, aber ausschließlich Boosten bringt einem halt auch nichts. Siehste? Du konntest da jetzt zwar deinen Tod hinauszögern, aber der Blutsauger war dann doch zu viel. Tja. Und der Ander erreicht fast schon Level 31. Was geht? Heftig. Jetzt ist es endlich soweit. Ein weiteres starkes, kampffähiges Pokémon. Neben Pampros, weil mein Starter zähle ich mittlerweile auch nicht mehr wirklich zu den krassen Pokémon. Der ist schon deutlich schwächer als Pampros, aber wenn es dann endlich zu Fuegro wird, sollte sich auch das ändern. Ja, und wie ich feststellen muss, kriegen wir keine Attacke. Oder Moment, das kann nicht sein. Zumindest über Rumpler muss er eigentlich bei Level Up erlernen. Und bei Entwicklung. Oder? Ja. Das ist sein Signature-Move. Den muss er erlernen, ist klar. Eine starke Käferattacke mit Stärke 90 und Prio, wie gesagt. Eine sehr starke Attacke, die jedoch nur erfolgreich ist, wenn sie sofort eingesetzt wird, nachdem der andere das Kampffeld betreten hat. Siehste, man braucht keine volle KP dafür, sondern man muss es einfach in der ersten Runde einsetzen. Das war mir nicht ganz klar. Tut mir leid. Doppelteam kann raus, weil macht überhaupt keinen Sinn auf Tech-Test. Die Init hat es ja jetzt verloren. Ja, es ist nicht mehr so schnell wie als Reißlaus, aber dafür um einiges stärker. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob mich die Fähigkeit von Tactus häufiger triggern wird, also dass er sich bei weniger als 50% der KP halt zurückzieht, oder ob wir sie taktisch nutzen können. Mal sehen, ne? Koalelu gibt's hier also auch. Ein häufig schlafendes Pokémon. Und nicht ganz so hässlich. Also ist schon süß eigentlich. Und warum lässt mich der jetzt nicht flüchten? Ist das sein Ernst? Ich weiß, das basiert auf die Init, aber das kann doch jetzt nicht wahr sein. Bro, really? What the fuck? Jetzt darf ich da erst einen Aufwecker für benutzen, bevor es weitergehen kann. Klasse. Weil wir wollen das Tactus ja gleich in Action erleben, oder? Ja, ja, die geringe Init, die wird zum Problem werden. Das merkt man schon jetzt. Also, man kann sagen, Pampros ist nach wie vor unser stärkstes Pokémon. Weil es einfach kaum Nachteile bietet. Tactus dagegen, muss man sehen. In Kalos soll es Pokémon geben, die sich die Blätter von Pflanzen in den Mund stecken, die hier in Alola wachsen. The fuck? Welches Pokémon ist damit gemeint, bitte? Die Vorstellung ist schon ein bisschen weird. Aber okay, ich will ja nicht in die sexuellen Vorlieben gewisser Pokémon eingreifen. Oder aus welchem Grund auch immer sie das tun. So, Deden als Gegner. Das ist jetzt nicht ganz so geil.
weil es zum Problem werden könnte mit seinen Elektroattacken, aber die Den ist nicht wirklich stark. Außerdem, wenn wir den Überrumpler raushauen, dann könnte das schon reichen. Oder auch nicht. Es ist halt nicht sehr effektiv, klar, aber ich dachte aufgrund der Stärke und wiederum der Schwäche, die Dens, dass es passen könnte. Falsch gedacht. Ah, warte mal, jetzt durch die Paralyse ist Fassade stärker. Damit können wir regeln. Und der Wall Switch ist interessant. Der Trainer hat nämlich nur dieses eine Deden. Es kann demnach nicht rauswechseln. Aber klar, mit der Attacke natürlich nach wie vor ziemlich viel Schaden anrichten. Gut, das war jetzt nicht wirklich ein Kampf, um die Stärke von Tektest zu präsentieren. Ich hoffe, die Gelegenheit kommt noch. Ich überlege auch, ob es nicht langsam Zeit wird, mal wieder den EP-Teiler anzumachen, weil ich merke schon, wir sind... What the fuck? Wir sind ein bisschen underleveled und was ist hier denn los? Ja, ich bitte dich um einen Kampf! Warte mal. Noch nicht. Meister, ich habe ein weiteres Geheimnis der Kampfkunst ergründet. Die Kunst zu siegen, ohne zu kämpfen. Ha, sehr witzig. Sehr witzig. Du kriegst schon noch auf den Sack, wart nur. Aber von Pamprona. Hast du es dir anders überlegt? Ja. Meister, leih mir deine Kraft für diesen Kampf. Wie durch muss man sein, um dieses Pokémon als Meister anzusehen? Mein lieber Moritz, begebe dich so schnell du kannst in psychiatrische Behandlung. Ich verstehe sowieso nicht, wie man dieses Pokémon trainieren kann. Ah! Weg mit diesem Pedobär. Rambos! Wow. Nee, warte mal, Rambos war eigentlich ziemlich dumm. Na, wobei, es geht so. Es geht so. Aber mit Pferdestärke machen wir auf jeden Fall mehr Damage. Da bin ich sicher. Wow, das wird echt nochmal eng. Wir haben halt leider auch keine Kampfattacke mehr. Muss zugeben, das habe ich kurze Zeit vergessen gehabt. Wie auch immer. Mit reiner Brutalität kriegen wir diesen Kampf hier doch noch gewonnen. Aber mit Ruhm bekleckert hat sich hier keiner. Dem sein Ruf hört sich irgendwie an wie mein Magen, wenn ich richtig krass Hunger habe. Wie jetzt zum Beispiel. Mann, normalerweise sollte man nicht mit Hunger Let's Playen, aber es ist einfach so über mich gekommen. Meister, ich habe versagt. Tu so. Ich verstehe. Bemerkenswert. Mein Meister möchte dir in Anerkennung deiner Fähigkeiten eine seiner Attacken weitergeben. Bitte nimm dies an dich. Darin steckt die Kraft meines Meisters. Gegenstoß. Es handelt sich um die TM-66 Gegenstoß. Agiert dein Gegner zuerst, fügst du mit dieser Attacke den doppelten Schaden zu. Ein klarer Vorteil für Pokémon mit niedriger Init. Nun denn, zurück ans Training. Sag mal, kann Tektes eigentlich Gegenstoß erlernen? Das wäre nämlich zumindest zeitweise nicht verkehrt. Und ja, er kann es. Dann nehmen wir die Dumme rein, oder? Anstatt der Kraftreserve. Die ist nun nämlich absoluter Blödsinn. So. Und bezüglich Wasserattacke könnte ich mir von dem Akala-Strand zumindest Aquawelle holen. Aber das ist halt speziell, ne? Naja. Manche Zed-Attacken erhöhen einen oder mehrere Status von eines Pokémon, wenn es von Zed-Kraft umgeben ist. Jupp. That's right. Ich bin noch am Überlegen wegen der Wasserattacke. Soll ich das machen? Soll ich es nicht machen? Es wäre halt wirklich, zumindest vorübergehend, mal eine Wasserattacke. Das ist ein Element, was man schon dabei haben sollte.
Und auch wenn wir nicht die volle Stärke abrufen können, ist besser als gar keine Wasserattacke zu haben, was? Also gut, ich werde diese Route jetzt noch abschließen und danach dann zum Strand gehen, um ihm die Attacke beizubringen. Oh je. Das Hariyama hier, das könnte echt ganz, ganz viel Ärger machen. Daher holen wir den meisten Schaden mit der Maxi-Flamme raus, aber die wird nicht reichen, glaube ich. Die wird nicht reichen und sollte das Hariyama Felsgrab drauf haben. Oh, dann könnte das böse enden für Remi. Wer weiß, vielleicht erzielen wir ja auch einen Critical Hit. Nein, absolut nicht. Aua! Ja, es ist so, wie ich befürchtet hatte. Oh shit, oh shit, oh shit. Ja, dann werde ich wohl jetzt taktisch vorgehen müssen. Wir brauchen Pamprona, denn ein anderes Pokémon ist nicht fähig, um dieses Monstrum hier niederzustrecken. Und eigentlich wollte ich die Runde nutzen, um zu healen, aber okay, dann machen wir es halt so. Er wird ausgetauscht, Pamprona wird eingewechselt und dann werden wir, während es auf dem Feld ist, die Heilung spielen. Ich wollte es zwar aus dem sicheren Pokéball heraus tun, aber... Okay, es ist mir jetzt nicht mehr vergönnt, was? Ja, und EP-Teiler wird echt langsam ein Thema. Ist ja auch kein Verbrechen bei Ultrasonne, Ultramond. Von vielen von euch wurde mir jetzt geraten, auf Ula Ula und spätestens auf Pony das Ding wieder anzumachen. Und man merkt schon jetzt nach der fünften Prüfung, dass der Schwierigkeitsgrad anzieht. Das Level der Trainer zieht an, aber auch die Qualität der Pokémon hat sich erhöht. Man merkt das recht deutlich. Der Kampf gegen Bromley war schon so ein Punkt, an dem man das gemerkt hat. So, und jetzt wird es echt interessant, denn ich glaube, wir haben hier eine bessere Option für Gegenstoß gerade. Tiefschlag nämlich. Attacke mit hoher Erstschlagquote. Gelingt aber nur, wenn das Ziel gerade eine Attacke vorbereitet, die KP zufügen würde. Das ist ja fast immer der Fall. Und würde mehr... Ja gut, würde nicht mehr Damage als Gegenstoß machen. Aber wir dürften halt zuerst angreifen, was auch nicht verkehrt ist, ne? Ja, also da bin ich dann doch eher auf Seiten von Tiefschlag, wenn ihr mich fragt. Könnt aber auch gerne eure Einschätzung zu der Sache da in die Kommentare geben. Lieber Gegenstoß oder doch Tiefschlag? So, das ist das Ende der Route. Das bedeutet, ich gehe jetzt zum Akala-Strand und bringe Tactes Aquawelle bei. Da ist es. 4 GP kostet es und es wird für Fassade reinkommen. Übrigens ist mir gerade noch was anderes eingefallen. Tactes trägt ja noch den Evoliten, aber da es sich jetzt weiterentwickelt hat, macht der keinen Sinn mehr. Ich werde ihm also das Muskelband geben, was ja physische Attacken ein klein wenig verstärkt. Nix wie zurück. So, ich bitte dich, mich durchzulassen. Alola, junger Trainer auf Inselwanderschaft. Dann lass mich mal sehen, wie viele Zed-Kristalle du bereits besitzt. Ah, dieses strahlend leuchtende Gelb. Das muss der Voltium Zed sein. In Ordnung, dann öffne ich die Barriere für dich. Vor dir liegt eine Prüfung mit Pokémon vom Typ Geist. Ich wünsche dir viel Spaß. Ey, was soll denn der Spoiler? Frechheit! Übrigens, die Geschehnisse mit dem komischen Spinner hier. Diese neu, ne? Nur falls ihr das noch nicht erwähnt haben sollte. Gab's in Sonne und Mond nicht. Zum Glück. Route 12 hätten wir hiermit erreicht. Eine unwegsame, felsige Route. Ja, ich habe jetzt Pikachu nach vorne gestellt. Weiß aber nicht, ob das so klug ist. Der braucht halt dringend EP, ne? Oh, Hapu. Hey, Jumina. Ein Glück, dass ich dich gefunden habe. Ich hatte schon nach dir gesucht. Ula Ula bereist man am besten auf dem Rücken von Pampros.
Du hast mir auf Akala sehr geholfen. Als Dankeschön würde ich dir gerne Pampros über den Pokémobilfunk zur Verfügung stellen. Komm schon, nur keine falsche Bescheidenheit. Ist ja nicht so, als hätten wir selbst eins, aber... Okay. Danke. Das hätte ich eigentlich gleich bei unserer Begegnung in Malie City machen sollen. Mhm. Aber Lilis strahlende Schönheit hat mich geblendet. Okay, das kann ich verstehen. Ich hab's einfach verschwitzt. Kein Thema. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht, ich hätte absichtlich gewartet, bis du ohne Pampros nicht mehr weiterkommst. Nein. Sag mal, bist du eigentlich schon dem Ultraforschungsteam begegnet? Ja, schon ein paar Mal. Allem Anschein nach sind sie hier, um einem Problem auf den Grund zu gehen, das schwer auf ihnen lastet. Doch zum Glück ist ja auch die hilfsbereite... Gesellschaft und Pokémon hier in Alola immer zur Stelle. Zur nächsten Prüfungsstätte kommst du übrigens, wenn du hier immer geradeaus und dann weiter zum Dorf der Kapu gehst. Ich wünsche dir schon mal viel Glück. So wie sie sich verhält und vor allem, dass sie wieder in die andere Richtung geht, hat sie wohl wirklich gewartet, bis ich nicht mehr weiterkomme. Mano, wie fies. Mit dem Pampros-Galopp kannst du selbst das unwegsamste Gelände durchqueren. Na dann, du... Ausweich, Pampros. Hilf mir! Dankeschön. Also so eine Situation hatten wir in Sonne und Mond halt nicht, wo wir ein Pokémon, das man per Pokémobil rufen kann, selbst trainiert hatten. Ich find's halt ein bisschen lächerlich, dass man trotzdem... dann diese Pokémon-Mobil-Pokémon braucht, weil es kann mir halt niemand erzählen, dass unser Pampros nicht fähig ist, uns auf seinem Rücken über diese felsigen Böden zu tragen. Versteht ihr? Ist halt schon ein bisschen lame. Aber gut. So, nächster Fight. Ein Doppelkampf. Ich hoffe, wir kriegen den hin. Ohne Tod. Gerade Pikachu braucht, wie gesagt, die EP. Ich nehme den Ladungsstoß jetzt noch mit auf Level 34, aber dann ist echt finito. Dann wird die Entwicklung herbeigerufen. So, das schaut doch eigentlich ganz gut aus. Zwei nicht voll entwickelte Pokémon, die relativ easy zu besiegen sein sollten. Aber sie können auch gefährlich werden. Daher sollen wir mit voller Kraft draufhauen. Erstmal das Pam-Pam wegfetzen und als nächstes überlege ich, was ich jetzt... Ach nee, warte mal, Käfer ist ja sogar sehr effektiv gegen das Rockhammer. Oder ist es Bodenunlicht? Die Weiterentwicklung ist definitiv Bodenunlicht, aber ist es schon die Zwischenstufe? Ich hoffe es, weil wenn, dann killt Überrumpler. Okay, er ist auch schon Bodenunlicht. Geilo. Geilo. K.O. Und Pikachu, du solltest mit dem Pam-Pam auch fertig werden. Also, wenn nicht, dann denke ich wirklich langsam drüber nach, dich auszurangieren. Mega. Nee, ernsthaft. Also, das ist jetzt Pflichtprogramm, ja? Da brauchst du auch nicht so beschwichtigend gucken. Boom. What? Jetzt ist es gerade dein Ernst? Die Hälfte? Bro, what the hell? No way. Wie kann das sein? Das ist ja brutal. Komm! Ich dachte, wenn beide... nicht mal zusammen kriegen sie es gebacken. Stirb jetzt nicht. Stirb jetzt nicht, sonst bringst du mich wirklich zum Ausrasten. Tu mir das nicht an. No. Also die Kämpfe mit Pikachu sind jedes Mal schrecklich. Und es reicht noch nicht mal für Level 31. Ja.
Naja. Dann kriegt es dieses Level-Up halt per EP-Teiler. Denn ihr habt gesehen, ich habe ihn angemacht. Ich denke, ich werde ihn auch in der nächsten Folge noch anhaben. Danach dann aber wieder zeitweise ausschalten. Ich merke nur, dass es jetzt für den Moment keine schlechte Idee ist. So, welchen Weg wollen wir denn gehen? Viele Wege führen zum Ziel, aber wir wollen natürlich alles erkunden und... Da bin ich in die Trainerin reingerannt, die ich gar nicht gesehen habe. Was setzen die ein? Sieht nach Pflanzen-Pokémon aus, oder? Nö. Fossil-Pokémon, alles klar. Wo hast denn das Vieh her, hey? Was machen wir denn gegen ein Galapafloss? Wäre an sich schon ein Gegner für Pikachu, aber nee, den wechsle ich nicht mehr ein. Vergiss es. Forget it! Das müssen wir jetzt anders lösen. Okay, was ist denn mit Blutsauger? Das ist ja stark genug und hielt mich. Reicht das? Ja. Sehr schön. Ist aber auch echt ein süßes Pokémon. Ich liebe das, ne? Das ist eins meiner Lieblings-Pokémon aus der 5. Gen. Zu süß. Haben wir ja auch trainiert, glaube ich, ne? Ich denke, ich habe es Arjen genannt. Oder verwechsel ich da gerade was? Ah, nee. Das hatten wir schon im Team. Pokémon Weiß, glaube ich. Aber bin mir jetzt nicht mehr sicher. Das ist schon so lang her, ne? Boah. Ein Kurtel. Ja, wir sind hier nämlich in der Nähe eines Vulkans, müsst ihr wissen. Deswegen werden wir nicht nur viele Boden- und Gesteins-Pokémon treffen, sondern eben auch auf Feuer, ist ja klar. Aber ich habe immer noch nicht diesen Strand gefunden von Ula Ula. Wo ist der? Tipps für Trainer. Mit dem Inselscanner kannst du Pokémon aufspüren, die normalerweise gar nicht in der Alola-Region anzutreffen sind. Die aufgespürten Pokémon unterscheiden sich je nachdem, an welchem Wochentag und auf welcher Insel du den Scanner einsetzt. Ja, das ist auch ein nettes Feature, um an seltene Pokémon ranzukommen, aber mir zu verkompliziert. Oh, Alola Georock. Cool. Das ist eine nette Überraschung. Auch interessant mit seinem Gestein-Elektro-Typ. Ja, da ist wieder so ein Surfer. Aber den besiegen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen und verpasst nicht die nächste Folge Pokémon Ultramond.